Knapp 10 Jahre Pause hatte die Bebosa. Jetzt ist sie wieder da, auf Initiative des Fachverbandes Bohren und Sägen. In 3 Tagen gibt es nicht nur Messe, sondern auch die Jahreshauptversammlung des Verbandes sowie eine Talkrunde zum Thema Ausbildung. Das Fazit des Veranstalters? Das ist die erste Ausgabe und wir hoffen, dass es noch viele weitere gibt. Also die Aussteller und die Besucher sind alle sehr zufrieden, habe ich den Eindruck, und bestätigen eigentlich auch die Zahlen. Eine dieser Zahlen ist die 45. So viele Hersteller haben Stände gebucht auf der Bebosa und das Publikum drängt sich an jedem davon. Mehr Besucher als erwartet sind gekommen und viele davon an Investitionen interessiert. Das spürt Hiltis Gebietsleiter für Deutschland Hartmut Frisch, hier in der Mitte beim Kundengespräch. Er ist unter anderem mit einer neuen Wandsäge zur Bebosa angereist. Wir haben gerade auch über unsere Neuproduktausbietung, die wir tun konnten, sehr positive Ergebnisse erzielen können. Und das schon am ersten Tag. Und jetzt heute, sagen wir gerade Mittag, sieht es genauso aus. Es geht in dem Tenor weiter. Nicht nur Branchenschwergewichte wie Hilti haben auf der Bebosa die Chance auf Aufmerksamkeit beim Fachpublikum und lohnende Abschlüsse. Gemeinsam auf einem Stand präsentieren sich die Firma Grünwied und der Erfinder Adnan Fidan. Hier erklärt er einem Besucher einen Prototyp. Bereits fertig und patentiert ist seine Schraube K-Max. Und die will er hier an den Mann bringen. Besser als erwartet, das Ganze. Wir haben zuerst ein bisschen Bedenken gehabt, ob es ankommt, ob es nicht ankommt, weil Dienstleister sind so ein bisschen, ist eine harte Truppe. Die wollen immer sagen, seit 100 Jahren nehme ich das her und wir haben nur Neuigkeiten an der Messe. Also wirklich Neuigkeiten, wo man erfunden hat, patentiert hat und wo der Anwender einfach braucht, um die Arbeit zu erleichtern. Die Branche zeigt auf der Bebosa 2011 ihr optimistisches Gesicht und das steht ihr gut. Auf Wiedersehen von der Bebosa 2011.